Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Wir sind im zweiten Video für heute. Ich habe die Zeit vorlaufen lassen, habe hier eine kleine Änderung gemacht mit dem Rohr und dem Auslauf. Habe auch schon ein paar Kilo Rohöl hier reinlaufen lassen, was sich auch schon in Erdgas umgewandelt hat. Und ja, zum einen, was ich recht positiv finde, wir haben hier immer noch eine Temperatur von 230, 240 Grad. Je nachdem, wo man schaut. Und was ich noch viel positiver finde, dass mittlerweile ist es so, dass sie kurz anläuft und wieder ausgeht, aber die hat fast die ganze Zeit gelaufen. Das Problem ist noch, was heißt Problem, will ich das gar nicht nennen. Jetzt ist es mittlerweile zu kalt, aber auch erst seit gerade eben, dass die, ich kann es ja auch noch mal schneller laufen lassen, dass sie nicht permanent läuft, aber ihr seht selbst jetzt bei dieser niedrigen Temperatur, die läuft noch wieder an, wird aber gleich sehr schnell wieder ausgehen. Ne? Aber die hat vorhin also fast beständig gelaufen. Ich bin selber überrascht, ihr seht das auch jetzt. Dass das vielversprechender ist als je zuvor. So, ich stelle hier jetzt nochmal wieder um auf, ja, sagen wir mal 100 Gramm. Wie lange haben wir noch? 0,3 Zyklen. Ich habe das hier im Debug-Modus gebaut, deswegen wird auch hier jetzt direkt wieder ein bisschen Flüssigkeit durchgelassen. Ja, wobei ich glaube, da warten wir tatsächlich mit, bis der loslegt. So. Verhungern, ja. Ich ignoriere das jetzt einfach mal gerade. Weil das war gerade zwischendurch, wir können ja mal kurz schauen. Ist 948, das sollte noch momentan, wahrscheinlich löst sich das Problem nämlich gleich von selber wieder. Ihr seht das, die stehen hier alle, bewegen sich nicht, wobei der hier sehr ungünstig steht. Ne? Aber ja. Gehen wir einfach mal davon aus, dass da, dass die sich gleich wieder retten. Das sind noch 60 Sekunden. Ja, so, bei 10 Sekunden werde ich auch gleich wieder hier ein bisschen Flüssigkeit einstellen. So. Machen wir wieder 100 Gramm. Ja, wir machen ruhig ein Kilo. So. Dass ich hier auch eine Menge an Erdgas aufbauen darf. So, jetzt kommt wieder Magma. Jetzt bin ich mal gespannt. Das hier dürfte sich alles wahnsinnig schnell wieder aufheizen. Tut's auch. Aus unserem Petroleum hier dürfte sehr heißes Erdgas werden. Das Erdgas heizt sich auf. Die Ziegel hier heizen sich auf. Der Dampf heizt sich auf und schon läuft die Geschichte wieder. Jetzt ist eben die Frage, inwieweit können wir jetzt die Magma länger flüssig halten. Ich sehe hier momentan, dass wir, ja doch, jetzt kommen wir beständig über 1500 Grad. Sogar noch leicht steigend. Erdgas hier ist auch sehr heiß. Das dürfte sich jetzt nach und nach hier weiter verteilen. Weil das wahrscheinlich ein langsamer Prozess ist, aber das, was hier sich verwandelt hat, zumindest bis hier schon mal bis 1000 Grad Temperatur, was wirklich super ist. Ich glaube, das, ja, das ist schon wieder gewesen. Also da kommt halt nicht sehr viel Magma raus. Das ist das Problem. Da würde ich jetzt auch mal hier das Ganze wieder ausstellen. Wir schaffen es einfach nicht. Mal gucken, wie weit sich das jetzt wieder runterkühlt. Ich vermute, dass wir hier eine höhere Temperatur behalten. Ich lasse es jetzt einfach mal schneller laufen, damit ihr auch einfach... Oh, ich glaube, das nimmt diesmal kein gutes Ende. 580 Kalorien. Schauen wir mal. Ja, die liegen auch fast alle noch im Bett hier. Wo haben wir denn unsere Kandidaten, die verhungern? Einmal da.
Wir gehen gleich wieder zur Dampfturbine zurück, keine Sorge. Ja, ich weiß nicht, ob das diesmal gut ausgeht. Auf so viel Kalorien ist es bislang noch nicht runtergefallen. 400. Ja, gut, ich glaube, das geht nicht gut aus. Aber was ich euch ja eigentlich zeigen wollte, ist das hier. Und wie man sieht, das läuft ganz problematisch und vollkommen ohne Problem. Wenn ich jetzt den Bereich auch noch hier verkürzt habe, das hätte ja eigentlich bis hierhin gereicht. Hätten wir vielleicht die Magma auch noch temperaturstabiler halten können. Müssten hier nicht so viel Erdgas aufheizen und das wird das Ganze noch einfacher machen, aber man sieht, es läuft und läuft und läuft und läuft. Also würde ich momentan den Stempel aufdrücken, Projekt abgeschlossen, oder? Hat irgendjemand eine andere Meinung? Auch wenn ich jetzt hier einiges, das habe ich vorhin ja im letzten Video schon gesagt, im Debug-Modus gebaut habe, ist das eigentlich alles hier kein Design, was man nicht wofür man den Debug-Modus zwingend gebraucht hätte. Klar ist das ein bisschen Fummelei, hier die passende Menge Erdgas reinzubekommen und. Aber es ist alles machbar. Genauso den Magma-Geysir, den kann man halt irgendwo haben, weil wir sind ja jetzt auch hier drauf überhaupt nicht angewiesen. Das war ja eigentlich dafür gedacht, hier Rohöl ja so aufzuheizen, dass es sich verwandelt. Das will ich jetzt nicht als gescheitert ansehen, aber ja, denke noch ein, zwei Ausbrüche mehr, dann hätten wir das auch hier und habe hier auch schon mit 200 Kilogramm recht viel gehabt, wenn ich hier kleiner angefangen wäre, mit weniger Flüssigkeit oder vielleicht auch noch gar nichts, sondern erst aufheizen lassen und dann drauf tröpfeln lassen, hätte das sicherlich auch problemlos funktioniert. So, jetzt muss ich allerdings dringend zum Ende kommen, damit ich nochmal eben speichern kann und neu laden, damit hier niemand stirbt. Sag nur noch kurz, wenn es euch gefallen hat, dass wir es geschafft haben, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Danke und bye bye!